Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute doch mal wieder mit euren Teams, denn ich möchte jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Parts mit euren Teams aufnehmen und danach wieder gegen euch Zuschauer kämpfen, denn gerade ist es noch etwas zu früh, um danach zu fragen. Dementsprechend machen wir heute mal weiter mit euren Teams. Ihr könnt mir natürlich immer wieder Teams einschicken, entweder per YouTube oder Twitter PN. Und heute spielen wir das allererste Mal im Uber. Von The Jolly Birtic ist das Team. Wir haben ja schon mal ein LC-Team von ihm gehabt und heute mal im Uber unterwegs. Er war sogar sehr erfolgreich, hat er mir schon gezeigt. Und dementsprechend schauen wir mal, ob wir hiermit erfolgreich sein können. Denn ich weiß nichts übers Uber. Ich habe es nie gespielt und bin ein totaler Noob. Also, wobei ich habe es vielleicht ein, zwei Mal über Battle Factory gespielt, aber jetzt wirklich nie richtig. Aber ich würde sagen, ich schneide einmal ganz kurz, bis wir einen Kampf gefunden haben. Also, bis gleich oder auch nicht. Okay, gut. Wir haben hier als Gegner ein Palkia, Dugongard, ein Kawajutsu. Okay, der Gegner ist gelieft. Dementsprechend gewinnen wir dieses Match. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. So, da sind wir wieder zurück und wir haben jetzt einen Gegner, der hoffentlich nicht sofort verschwindet. Wir haben hier ein wahrscheinlich Megalogok, ein Dialga, Xerneas-Hilfe, Quajutsu, Lugia und ein Lucario. Kein Primal Groudon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man fast in jedem Team Primal Groudon sieht. Und wir haben auf jeden Fall eins. Wir haben ein Darkrai, ein Bronzong, ein Groudon, natürlich Primal, Arceus, Brutalanda und ein Walschall Dimitiros. Natürlich Mega Brutalanda nebenbei. Die Frage ist, womit könnte er leaden? Womit leade ich? Ich bin ein totaler Noob. Das wird lustig. Ich würde sagen, er könnte mit Quajutsu leaden. Ist ein, denke ich mal, häufig gesehener Lead, ich weiß es nicht. Wir könnten aber mit Scarf Lando leaden. Ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Matchup, vor allem, weil die Alga die Rocks rauslegen würde, wahrscheinlich, und ich jetzt einfach EQ dagegen drücken kann, wobei, drücke ich EQ dagegen? Ja, komm, ich drücke EQ dagegen. Ich bin safe. Ich möchte jetzt hier nicht predicten, ich weiß nicht, wie, wer, wo, was. Ich bin nicht sicher genug im Uber, um hier irgendwas zu predicten. Okay, er geht hier auf Schutzschild, schaut erstmal, ob ich, ja, wahrscheinlich auch noch Scarf bin, oder? Ich bin normalerweise nicht schneller als ein Dialga. Das heißt, er geht jetzt wahrscheinlich raus in sein Lugia. So, Lugia ist vom Typus Flug. Nur Flug, ne? Ne, Flug Psycho. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich in Darkrai dann gehen, oder? Gehen wir dann in Darkrai oder gehen wir in Groudon? Weil Groudon hat natürlich seine Precipice Blade, oder? Ist das eine Gesteinsattacke? Ne, ist eine Bodenattacke, never mind. Egal. Gut, was machen wir da? Ich würde sagen, wir gehen dann in Bronzong raus. Beziehungsweise, oder? Ich weiß nicht, ob Darkrai ein Lugia One-Hit KO'n kann. So, nach einem kurzen Schnitt sind wir wieder zurück, denn, ja, mein Internet war anscheinend ganz kurz weg oder aus irgendeinem Grund wurde ich vom Server rausgeschmissen. Egal, auf jeden Fall, ja, woran wechsle ich? Ich würde sagen, ich wechsle in Bronzong sein Lugia Predicten und hole dann die Tarnsteine raus. Oder bleibt einfach drin. Okay, gut, nicht predikten hier, nicht predikten ist die Devise. Ich hätte nämlich einfach mal super guten Schaden auf Dialga rausbekommen können, wenn nicht sogar besiegen können. Ich kenne die physisch-defensiven Werte von Dialga nicht, aber es ist ein Stab Erdbeam von einem Demeteros T, nicht I. Dementsprechend, ja, hätte das bestimmt ihn gekillt oder zumindest sehr, sehr guten Schaden hinterlassen. Ich kann mal ganz kurz währenddessen, Hilfe, ich muss das Sprechen noch üben. Ich kann mal währenddessen ganz kurz schauen, was das ist. Und zwar slash Data Dialga, also was die Werte sind oder wie hoch sie sind. Seine Death-Werte sind bei 120, das geht ja sogar noch. Okay, gut, ja, das hätte es wahrscheinlich nicht getankt. Egal. Gut, ich würde sagen, der kann mal seinen Move machen oder ich werde zwischendurch schneiden, denn ich habe tatsächlich nicht allzu viel zu sprechen, weil ich nicht wirklich sagen kann, Alter, wir müssen jetzt den Play machen, weil er das und das machen könnte, denn ich weiß nicht, was er machen könnte. Er könnte wahrscheinlich auf, ja, was will er reinwechseln? Wahrscheinlich sein Logok oder so? Ich habe keine Ahnung, deswegen würde ich sagen, schneide ich einfach mal, bis er seinen Move gemacht hat. Okay, er hat seinen Move gemacht und er drückt Flash Cannon. Ich verstehe nicht ganz, wieso? Wir drücken jetzt einfach Gyro Ball, weil er, okay, Dragon Pulse, okay, ja, wobei, wir haben auch, ja, okay, ich verstehe schon, weil wir haben keine Möglichkeit, ihn irgendwie down zu bekommen und ich würde sagen, wir protecten jetzt einfach mal, holen uns erstmal ein bisschen Leftovers wieder zurück und dann überlege ich mal, wie wir weitermachen, denn wir können auf jeden Fall nicht dieses Matchup gewinnen, das ist klar. Das heißt, was wechseln wir jetzt rein? In eine Flash Cannon oder in einen Dragon Pulse? Also ein Drachenpuls. So, was können wir da reinwechseln? Eigentlich nicht wirklich viel. Ich überlege gerade Arceus. Okay, das ist Normalform Arceus. Also die Normalform eben, keine Platte da drauf.
Dann könnten wir, was können wir reinwechseln? Ich würde sagen, wir wechseln einfach Landorus rein. Das wird dann ein bisschen Schaden fressen. Das ist okay. Das macht super guten Schaden sogar. Dialga hat einen hohen Spezialangriffswert. Ich glaube 150 habe ich gerade eben gesehen. Jo, 150. Und wir drücken jetzt Erdbeben. Wir sind jetzt einfach mal safe. Wir gehen jetzt hier nicht irgendein Risiko ein. Er bleibt tatsächlich drin. Ich verstehe es nicht. Braucht er sein Dialga aus irgendeinem Grund nicht? Keine Ahnung. So, Lucario wird auf Extreme Speed gehen. Ich gehe auf... Will ich es riskieren, dass er sich setupt? Ich gehe auf Erdbeben. Ich riskiere nicht, dass er sich setupt. Er hat... Okay, nevermind. Mega Lucario. Und er geht nicht auf Extreme Speed. Er wollte sich setupen. Und ich habe total vergessen, dass es natürlich Mega Lucario sein kann. Gut, dass ich hier drin geblieben bin. So, er geht in Blaziken. Die Sache ist... Wenn er nicht Full Speed ist und... Was macht er jetzt gerade? Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht Full Speed ist und auf ein Schutzschild geht, um Speed Boost zu bekommen, dann gewinnen wir vielleicht ja trotzdem, weil wir dann schneller sind. Aber egal. Egal. Weil wir sind aber auch nicht Full Speed, dementsprechend. Naja, egal. Auf jeden Fall ist er jetzt einfach gedisconnected und wir suchen nach einem neuen Match. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder und... Ja... Gutes Uber-Team. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneide, aber ja. Ja, er schreibt lustige Sachen in den Chat. Okay, gut. Womit leaden wir gegen diesen Herrn? Ich würde sagen Groudon, weil Groudon eigentlich sein komplettes Team zerstört. Wer hätte das gedacht? Ja, guter Kampfmann. Alter, jetzt schaut ihr euch diesen epischen Feuerschlag an, der dieses Honliu einfach mal... in die nächste Dimension befördert. Ah, das war ja super schwierig. Alter, jetzt kommt Bidoof. Alter, ich habe Angst vor Bidoof. Ich weiß nicht, ob ein Fire Punch in der Sonne ausreichen wird. Soll ich auf Precipice Blade gehen und den Mist riskieren? Nein, wir gehen auf Fire Punch und es reicht aus. Ah, wer hätte das gedacht, Alter? Wir werden fast zerstört von ihm. Wir werden fast zerstört. Schaut euch diese LC Uber Freds an, Mann. Ja, seht ihr das? I'm a Ubers, natürlich. Hier richtig in den... Uber-Freds gelistet, ne? Viability Rankings S++++. Was Besseres gibt es nicht, Guys. Was Besseres gibt es nicht. Schaut euch einfach diese Stärke an. Schaut euch dieses wunderbare Barschwan an. Und wir müssen jetzt hier tatsächlich mal nicht auf Fire Punch gehen, aber wir machen es einfach trotzdem, weil es einfach trotzdem reicht. Schaut euch diese Stärke von Groudon an. Es kommt trotzdem gegen solche starken Pokémon an. Und jetzt haben wir eigentlich verloren. Jetzt haben wir verloren. Da ist Magikarp. Ich würde sagen, wir haben verloren. Wir haben verloren, er überlebt es und wir burnen ihn. Wir haben einfach Glück gehabt und der Tackle macht deswegen nur 1%. Wir sind einfach so lucky, wir gewinnen dieses Match hier nur wegen Hex. Ohne die Hex hätten wir dieses Match nicht gewonnen. Guys, ohne dieses Match, ohne die Hex hätten wir wirklich dieses Match verloren. Hundertprozentig. Wir wurden gerackt, wir wurden von diesem Carpador gerackt. Mit dem Tackle einfach zerstört. Einfach zerstört. Und jetzt kommt Pichu rein, wisst ihr? Pichu denkt, es wäre süß. Und mit dieser Niedlichkeit würde es uns jetzt einfach zu Tode knuddeln. Und damit einfach ein 6-0 Sweep machen. Ja, das wird jetzt kommen. Ich sag's euch, das wird jetzt kommen. Fast. Egal. Gut. Gutes Match. Weiter. Weiter geht's. Neues Match, neues Glück. Da würde ich sagen, schneide ich mal, bis wir ein neues Match gefunden haben. Und hoffentlich dann endlich mal ein richtiges. Und ja, okay, da sind wir schon. Egal. Turtok. Reshiram. Dimitiros in der Inkarnationsform, ein Darkrai, Toxicroak und ein Kyurem Black. Gut, es ist schon mal nicht ein AC-Team. So, was machen wir jetzt hier gegen den Gegner? So, womit könnte er leanen? Er könnte mit seinem Darkrai leanen. Wobei, ich finde Landorus hier auch ziemlich gut. Außer die mit seinem Blastoise, aber dann kann ich mich direkt mit der U-Turn raus befördern. Und das mache ich auch direkt. Das mache ich auch genauso. Und die Frage ist, will ich in Bronzong gehen, um einen Tarnstein rauszuholen gegen einen Turtok? Nein. Groudon. Wir können jetzt auf Groudon gehen, weil ich eigentlich mit der Wasserattacke rechne, oder? Er könnte natürlich auch auf eine Eisattacke gehen mit Eisstrahl, aber Scald ist einfach safe. Ja, Hydro Cannon. Hydro Cannon. Okay. Mann. Wir gehen auf Precipice Blade und besiegen seinen Blastoise. Okay. Ich weiß nicht, ob ich euch irgendwie gute Matches liefern kann. Anscheinend nicht. In der Ubers Low Ladder gibt es anscheinend nur solche Matches. Es tut mir irgendwie leid für dieses anscheinend gut gebaute Team. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch nicht schlimm, ne? Ubers Low Ladder, damit will ich jetzt nicht sagen, diese Low Ladder Bobs oder so. Ist das, ne? Das war jetzt mehr, ne?
Ihr wisst schon, aber... Ja, Freeze Shock. Okay, gut. Ich weiß auch gar nicht, ich spiele gerade auch nicht wirklich richtig. Keine Ahnung. Die Sache ist einfach nur, man merkt, nicht viele Leute spielen Uber. Um wirklich Uber zu spielen oder gut Uber zu spielen oder gute Kämpfe zu haben, muss man weiter oben in der Ladder sein. Im Overuse hat man natürlich auch manchmal solche Kämpfe zum Beispiel, aber da... Das kommt natürlich auch mit der Zeit. Das ist ja Erfahrung, die man dann sammelt. Und im Uber haben nur weniger Erfahrung. Aber ich glaube, dass wir jetzt einen Gegner haben, der gut Erfahrung gesammelt hat. Wir haben hier einen Shaman Sky, oder ich hoffe es zumindest, Deoxys Speed, ein Darkrai, ein Mewtwo, wahrscheinlich Mega Y oder X. Ich würde sagen Y, oder, wobei vom Team her eher X. Dann noch ein Lugia und ein Ho-Oh. So, womit leaden wir? Ich würde sagen, wir leaden einfach mal wieder mit Lando, denn... Deoxys Attack, nicht Speed. Deoxys Attack ist, glaube ich, ein relativ häufiger Lead, um die Tarnstelle rauszuholen. Und dann können wir auf U-Turn gehen. Die Frage ist, warte mal, wir sind gar nicht schneller. Ja, ich habe es gerade gesehen. Wenn er Full Speed ist, sind wir gar nicht schneller durch den Scarf. Das war vielleicht ein Missplay. Ich hätte direkt in Darkrai gehen sollen. Aber ich würde sagen, gehen wir jetzt in Darkrai oder gehen wir jetzt in Bronzong, um die Tarnstelle rauszuholen? Was könnte das Ding haben? Könnte das Abschlag haben? Er hat jetzt minus 1 Angriff. Minus 2 Spezialangriff. Ich gehe in Darkrai trotzdem. Ich möchte zwar gerne die Tarnstelle rausholen für Ho-Oh und Lugia. Und für Shaman. Und für seinen Sash auf Darkrai. Aber trotzdem bin ich mir etwas unsicher, was er noch haben kann. Deswegen mache ich es jetzt einfach so. Okay, er hat Superpower. Never mind. Ich habe das auch total vergessen. Ich hatte auch Superpower ganz kurz im Kopf, als ich an Bronzong gedacht habe. Aber das hätte keinen Schaden gemacht. Und das war ein Missplay. Das war ein großer Missplay. Ich gehe jetzt auf Bronzong. Jetzt gehe ich auf Bronzong. Kann ein... sowas wie Extreme Speed tanken und dann die Tarnstelle rausholen. So mache ich das. Das ist der beste Play, den ich machen kann. Ich hätte auch schon vorher in Bronzong gehen sollen, weil wir haben jetzt ein ganzes Moveset gesehen und er hätte eigentlich so gut wie gar nichts machen können. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz auf Schutzschild, denn wir können dann ein bisschen KP immer noch recovern und kommen dann positiv oder auf jeden Fall besser aus diesem Matchup raus. Und dann können wir jetzt Gyro Ball drücken und dieses Ding hier besiegen. Gut, Tarnsteine liegen und das ist schon mal sehr, sehr schön, denn Tarnsteine sind schon mal gut gegen ihn. Sash von dem Ding ist gebrochen, falls er einen Sash hat. Und das sieht doch schon mal besser aus. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt Darkrai eigentlich opfern. Wobei es zwar für Mewtwo vielleicht ganz gut gewesen wäre, aber er geht sogar auf Dark World, perfekt. Und er wird jetzt, ach ja, Bad Dreams, nevermind, egal. Ich wollte gerade sagen, wird er wahrscheinlich auf Dark Pulse safe gehen, dann hätte ich vielleicht noch rauswechseln können, aber jetzt geht es ja sowieso nicht mehr. So, die Frage ist nun... Was ist schneller als ein Darkrai? Nichts in meinem Team. Und er kann irgendwie alles Dark Voiden. Das ist doch lustig. Ich muss eigentlich schon fast auf Arceus gehen und Extreme Speed drücken und hoffen, dass es reicht, weil Darkrai eigentlich keine gute Def hat. Und wir bekommen Step drauf, weil wir vom Normaltypus hier sind. Ich glaube zwar nicht, dass es reicht, aber wir brauchen irgendwie Damage drauf und Arceus ist, glaube ich, nicht so wichtig in dem Match. Wobei es bestimmt sweepen kann nach einem Schwertanz, aber ich weiß nicht, wie ein Gameplan gut im Uber aussieht. Ich kenne mich hier nicht aus, Guys, Hilfe. Aber missglücklicherweise, das war auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich hatte tatsächlich. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Denn nun kann Arceus eigentlich, wenn es irgendwie ein SD rausbekommt, sogar gewinnen. Ich glaube, dass es gegen Lugia ein SD rausbekommen könnte. Das ist interessant. Und er wechselt den Lugia raus. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich würde sagen, wir Sword Sensen jetzt und drücken dann Shadow Claw. Er roostet tatsächlich, okay. Das finde ich gut. Shadow Claw, das macht gar keinen Schaden. Wieso ist das Ding so bulky? Moment, ich muss mir jetzt mal die Werte von Lugia anschauen. Slash, Data, Lugia. Was für eine Def hat das Ding... Hilfe. So, ah ja, es hatte Multiscale. Okay, das ergibt Sinn. Egal. Das ist okay. Jetzt kann ich guten Schaden rausholen. Ich dachte gerade, okay, wieso macht das so wenig Schaden? Er will sich die ganze Zeit hochroosten. Er wird sich jetzt nochmal hochroosten, weswegen ich jetzt hier auf Sword Sense gehe. Denn ich habe auch noch Recover drauf, das heißt, das passt eigentlich. Denn ich gehe jetzt einfach wieder auf Shadow Claw. Und das macht über 50%. Er kann sich nicht gegen roosten. Und das ist ein gewonnenes Matchup für mich. Ja, das ist ziemlich gewonnen. Also das Matchup, nicht das ganze Match, aber auf jeden Fall das Matchup hier, weil ich weiß nicht, wieso er jetzt ein Roosted. Warte mal, sonst Shadow Claw bekommt 140. Extreme Speed kommt auf eine Stärke von 120. Okay, ich wollte ganz kurz mal schauen, ob aus irgendeinem Grund Extreme Speed stärker ist, aber nein, ist es nicht. Gut, Shadow Claw reicht aus und damit haben wir gewonnen, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Mewtwo von dem Extreme Speed gekillt wird, aber probieren wir es einfach mal aus. Und ja, es wird gekillt. Und ich würde sagen, wir haben gewonnen, weil die Rocks liegen... Das bekommen 50%, wir gehen auf Extreme Speed und damit ist das Ding weg.
Und dann kommt Shaman rein. Wir gehen auf Extreme Speed und dann sollte das Ding weg sein. Okay. Extreme Speed Sweep mit Arceus, beziehungsweise generell Sweep. Und es hat tatsächlich geklappt, dass ich gesagt habe, wenn wir uns gegen Lugia setupen können, dann gewinnen wir. Ja, ich habe einen Gameplan ausgeführt im Uber. Hilfe. Okay, ich würde sagen, das war's hier von diesem Part. Wir haben eigentlich nur ein richtiges Match gehabt, aber vielleicht mache ich noch irgendwann mal einen Uber-Kampf. Ich bin jetzt etwas höher in der Ladder dadurch. Vielleicht mache ich nochmal einen extra Part, extra mit dem Team von The Jolly Baltic. Mal gucken. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr über positive Bewertungen oder Kommentare freuen. Ich kann kein Wort über dieses Team verlieren, weil ich mich im Uber nicht auskenne. Sieht solide aus, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es hat Spaß gemacht, mit dem Team zu spielen. So viel kann ich sagen. Zumindest das letzte Match war sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.